Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein ganz besonderes Video, denn wir bauen zusammen einen Server. Und zwar einen richtig vernünftigen Server. Und damit wir auch die richtigen Sachen hier sagen, haben wir einen Experten hier. Den Mega-Experten. Also wenn irgendwas falsch ist im Video, weiß ich nicht, wen ich dafür flamen würde. So, dann, also wenn du möchtest, kannst du direkt anfangen und einfach mal die Teile vorstellen. So, dann haben wir hier 220 GB SSDs für Betriebssystem und ähnliche Dinge. Cache meinst du vielleicht? Cache. Zum Beispiel auch. So, dann haben wir hier 10 Terabyte HDDs von Western Digital. Welche Reihe? Ja, die Helium-Reihe für Server auf jeden Fall. Cool. Zwei Lüfter, weil die schaden nie. Eine. Dabei Charlie einstaubende Quattro. Ja. Jetzt auch endlich mal hier nutzen findet. Quattro 4000. Den Grund musst du erklären. Achso, das ist einfach nur ein USB-Stick zum Installieren des Betriebssystems. Der liegt natürlich schon bereit. So. Es gibt übrigens viele Leute, die installieren FreeNAS, was dahinter auch drauf soll, komplett über einen USB-Stick. Mir ist das ein bisschen zu unsicher, deswegen eben die SSD, um das vernünftig noch zu installieren hinterher. So, dann haben wir noch ein Server-Mainboard, Marke Eigenbau. Ja, ein Server-Mainboard für zwei 1366 Intel Xeon Prozessoren, 128 GB RAM maximal, ja, verbaut werden, aber ich glaube, so viel werden es nicht. So, das sieht aus wie der Arbeitsspeicher, und zwar 2x16 GB. Korrekt. DDR3. Dann haben wir zwei von eBay ganz günstig ersteigerte 11.5630 Prozessoren. Wieder. Oh, der ist ja komplett nicht drüber. Und so auf dem Mikrofon hörst du einfach nur so. Startet so ein Düsenjet. Also von eBay. Ja, von eBay ersteigerte super günstige 11.5630 Xeon 1366 CPUs. 4 Kerne, 8 Threads. Mal 2. So, dann ein Gold-zertifiziertes, weil NAS-Betrieb sehr wichtig ist, ein Gold-zertifiziertes Be Quiet Pure Power 11 mit 600 Watt. Und dann kommen wir zum größten Teil. Ach, das hier ist ein RackMax 19 Zoll Server Case mit 4U Größe. Was jetzt allerdings noch fehlt, sind zwei Kühler, die kommen im Laufe der Woche. Da ich aber diese Woche weg bin, machen wir das jetzt schon mit dem Zusammenbau. Und der Philipp baut dann später noch die zwei Kühler ein. Deswegen, die bauen wir jetzt nicht ein, aber die kommen auf jeden Fall noch dazu. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal mit dem Zusammenbau an, oder? Auf jeden Fall. There is another screw. Don't screw it up. Jetzt bin ich wirklich gespannt, ne? Ob das Mainboard da reinpasst. Da stand aber EATX, 100%. Das wird nicht im Leben passen. Aber vielleicht muss man dafür diese Dinger hier rausnehmen und nach hinten setzen. Das könnte da jetzt schon passen. Ein paar Sekunden später. Mach mal von vorne auf, den Schlüssel habe ich direkt hingelegt. Und guck mal, von da von. Eine Ewigkeit später. Ah, das sind Muttern, die das festhalten. Ja, das hat aber das schon. Ist nicht einfach. Ne? Weißt du, was wir als nächstes machen? Ich würde ja sagen, Kühler. Flexen wir das mal auf. Hm. Aber was wir tun können, wir können das schon anschließen, gucken, wie laut die sind. Weil das ist nämlich wirklich krass. Ja, aber lass uns das doch einfach am Ende einmal anschließen. Ja, aber dann dürfen wir aber CPU und Mainboard noch nicht anschließen, weil wenn die Strom bekommen, dann direkt auf 180 Grad. Ist doch nicht schlimm, gehen die aus.
Aber okay, können wir auch lassen. Man muss es ja nicht provozieren. Okay, dann als nächstes die Festplatten. Die sind zertifiziert für 2,5 Millionen Stunden, also richtig heftig. Und das habe ich einfach mal im 24-Stunden-Betrieb auf Jahre umgerechnet. Das waren irgendwie 250. Was auch besonders geil ist. Anstatt halt auf die Festplatte zu filmen. Advanced 4K-Endformat. Oh. Gibt's nur hier im Kino. Ah, so kann man. Ja, ob das passt? Ja. Aber können wir den Menü machen. Gucken wir mal. Das mal filmen. Sie haben jetzt nicht eine Aufnahme, wie er das reinschraubt. Ja, merkst du das selbst, ne? Du kannst heute Film einfach nur triggern. Genau den, glaube ich, können wir nicht nehmen. Wir können die, glaube ich, ah ne, da kommen auch noch Kühlrücken drauf, ne? Wir können aber den nehmen und den. Ich glaube, wir müssen die einfach andersrum reinschrauben, dann geht's auch. Da ist doch jetzt der Lüfter, das passt doch genauso wenig. So, also wir sind jetzt an ein kleines Problem geraten, denn das Mainboard ist so groß, dass die Festplatten nicht mehr da vernünftig reinpassen. Zum Glück haben wir ja einen 3D-Drucker, das heißt, ich werde jetzt mich hinsetzen und einfach ein eigenes Gehäuse entwerfen für die Festplatten, damit die vernünftig da reinpassen. Also würde es einen Teil 2 geben, wo wir die Kühlrippen haben und dann vermutlich irgendwas 3D-gedrucktes, damit das Ganze funktioniert.